Herzlich willkommen zum Ketterer Kunst Podcast. Wir sprechen heute über Die Maler der Brücke, Sammlung Hermann Gerlinger. Wie kam es eigentlich zu dieser Sammlung? Welche Bedeutung hat sie? Und warum wird sie jetzt aufgelöst? Wie kommt es, dass ein Teil in das Nolde-Museum nach Sebüll geht und 1000 Sammlerstücke in die Auktion bei Ketterer Kunst? Mein Name ist Anja Häse. Ich bin bei Ketterer Kunst für den Bereich Kommunikation und Marketing verantwortlich und ich begrüße in der Runde drei ausgesprochene Experten. Ich stelle kurz vor. Zunächst Frau Dr. Maike Hoffmann. Maike Hoffmann ist Kunsthistorikerin und bekannt als Wegbereiterin der Provenienzforschung in Deutschland. Sie hat über die Brücke promoviert und ist nach Stationen in Galerien, dem Goethe-Institut und verschiedenen Museen an die Freie Universität Berlin gekommen. Sie hat zunächst über entartete Kunst geforscht und den Studiengang Provenienzforschung konzipiert. Beim berühmten Schwabinger Kunstfund war sie in die Provenienzrecherche Gurlitt involviert und aktuell leitet sie unter anderem die Mosse Art Research Initiative an der FU Berlin. Herzlich willkommen, Frau Hoffmann. Hallo. Mein zweiter Gast ist Herr Dr. Christian Ring. Christian Ring war zunächst Bankkaufmann, hat die Bank aber nach einigen Jahren gegen einen Studienplatz für Kunstgeschichte und Philosophie getauscht. Über Stationen bei der Hamburger Kunsthalle und dem Frankfurter Museum Giersch kam er zur Nolde-Stiftung nach Sebüll. Dort wird er zunächst stellvertretender Direktor. Seit 2013 ist er Direktor der Nolde-Stiftung und des Nolde-Museums. Er hat die größte Schenkung initiiert, die Nolde-Stiftung je erhalten hat. Die Schenkung von 36 Werken aus der Sammlung Gerlinger. Herzlich willkommen, Herr Ring. Moin. Mein dritter Gesprächspartner ist Herr Dr. Mario von Lüttichau. Mario von Lüttichau ist ebenfalls Kunsthistoriker mit einer langen Liste von wissenschaftlichen Publikationen. Er blickt auf eine große Museumskarriere zwischen München, Berlin, Santa Monica, Bonn und Essen. International bekannt wurde er 1987, als er die Ausstellung Entartete Kunst von 1937 rekonstruierte. 26 Jahre war er Kustos am Folkwang-Museum und seit seinem Abschied von dort arbeitet er unter anderem für die Kunstsammlung der Familie Haniel und als Berater für Ketterer Kunst. Herzlich willkommen, Mario von Lüttichau. Ja, guten Morgen, alle. Bevor wir über die Sammlung sprechen, Frau Hoffmann, eine Frage zunächst an Sie. Weshalb ist es eigentlich heute noch so relevant, über die Brücke zu sprechen? Das war doch eigentlich eine Dresdner Kunstvereinigung von Architekturstudenten von 1905. Was hat das noch mit heute zu tun? Wirkt die Kunst der Brücke noch auf die Gegenwart ein? Ja, das tut sie in der Tat. Die Kunst oder die Brückekunst ist nach wie vor in den aktuellen Diskursen verankert. Das hat mehrere Gründe. Ich möchte mal mich auf zwei hier beschränken. Also zum einen steht eine Kunst jenseits des Naturalismus mehreren Deutungsmustern auch offen. Und zum anderen ging es den Brücke-Künstlern selbst weniger um das einzelne Werk, das man an die Wand hängen kann, sondern es ging ihnen vielmehr um die Kreativität, um kreative Prozesse. Und das hält die Kunst einfach lebendig und die einzelnen Werke lebendig auch für unsere aktuellen Befragungen. Das Ganze muss man sich auch so vorstellen, dass die Brücke-Künstler die traditionellen Kunstbegriffe eigentlich ausgeweitet oder aufgelöst haben annähernd, indem sie zum Beispiel diese Arbeitsprozesse, also die eigentlichen kreativen Prozesse, mehr oder weniger zelebriert haben. Denken Sie an die Badeaufenthalte an den Moritzburger Seen, an die Tanzabende in den Brücke-Ateliers oder die Leseabende dort. Während dieser Ereignisse, in die ja alle Künstler und weitere Personen eingebunden waren, aktiv eingebunden waren, entstanden diese Kunstwerke fast wie in einem performativen Prozess. Und das hält sie meiner Meinung nach so lebendig. Also die Brücke-Künstler waren sich durchaus bewusst, dass das Publikum ihre Kunstwerke nicht so aufnimmt, nicht so empfindet, nicht so versteht, wie sie sie selbst eigentlich aus sich heraus geschaffen haben. Aber das ist eben tatsächlich der Punkt, an dem sie sich dann für zukünftige Zeiten auch öffnen. Herr von Lüttichau, wollen Sie noch was ergänzen? Man kann noch etwas hinzufügen, nämlich wie die Brücke-Künstler auf die heutige Kunst noch wirkt. Vor allen Dingen in den 80er Jahren, als die neue
oder die Wilden in Berlin sich etablierten mit Fetting, mit Mittendorf, mit Bernd Zimmer, als nämlich dort damals Lucius Griesebach die berühmte Kirchner-Ausstellung machte, eine Retrospektive, die lange fällig war, die in der Nationalgalerie war, und die Wilden sich eigentlich sehr, sehr drauf gestürzt haben, auf diese neue Form der Malerei, für sie neue Form, und sie war eigentlich immer aktuell. Das ist eigentlich was ganz Entscheidendes, glaube ich. Gehen wir nochmal zurück zu der Zeit, als Herr Gerlinger junger Student war. Wie war das zu der Zeit? Und wie kam der junge Ingenieurstudent darauf, diese Kunst zu kaufen? Naja, es war ja in den 50er Jahren. Dort hat sich ja etwas entwickelt. Eine Erneuerung der Brückekunst, weil die Moderne war ja verschwunden. Die wurde beschlagnahmt durch die Nationalsozialisten. Sie hatte keinen Raum mehr. Und durch die Documenta damals von Werner Haftmann und Hermann Bode ist das ja Ganze wieder hochgekommen. Und man konnte jetzt plötzlich wieder Brückekunst sehen. Und auch natürlich die Kunst von Kandinsky, Münter und so weiter, Franz Marc. Also sozusagen die verfemte Kunst wieder sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht für den jungen Studenten Gerlinger eine, nennen wir es mal, Initialzündung gekommen ist und er dann angefangen hat, sich in diese Kunst zu verlieben und hat ganz klein angefangen, aber immer stetig dazu gesammelt. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, was er daraus gemacht hat, nämlich fast schon ein Konzept. Er ist ganz konzeptuell vorgegangen, hat sich damit beschäftigt, er hat die Literatur gelesen, er hat alles, was damals gab, und es gab natürlich wichtige Bücher, wie zum Beispiel von Buchheim. Das waren so die ersten Bücher, die über die Brücke wiedergeschrieben haben. Und das hat er alles gelesen und in sich aufgenommen und hat dann richtig systematisch begonnen, die Dinge zu sammeln. Und kann man seine Sammlertätigkeit ab den 50er Jahren irgendwie auch nacherzählen? Wo fand er Gelegenheit, seine Sammlung zu erweitern? Frau Hoffmann, können Sie dazu etwas sagen? Ja, das kann ich gern erläutern. Also wie er gerade gesagt hat, der Beginn liegt in den 1950er Jahren. Zu der Zeit war tatsächlich sehr viel Expressionismus auf dem Kunstmarkt. Mario hatte auch die Beschlagnahmeaktion Entartete Kunst, die Verfemung angesprochen. Aus dieser Zeit resultiert tatsächlich dann die Menge, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges auf den Kunstmarkt kam. Die Kunsthändler, die autorisiert waren, diese Kunstwerke, die beschlagnahmten Kunstwerke aus den öffentlichen Institutionen, muss man sagen, zu verwerten ins Ausland, hatten doch große Teile davon zurückbehalten für die Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges, auf die sie hofften. Und diese Werke waren auf dem Markt. Diese Kunst war da, die konnte gekauft werden, und zwar vor allen Dingen auch in Museumsqualität. Und Hermann Gerlinger hat das erkannt. Also ein Teil seiner Werke stammt aus dem Kunsthandel. Viel wichtiger aber meiner Meinung nach war, dass er die Möglichkeit hatte, von den Brücke-Gründern noch Personen kennenzulernen, also Künstler kennenzulernen. Das waren vor allen Dingen Carl Schmidt-Rottluff, zu dem er eine sehr innige Beziehung aufgebaut hat. Er hatte Kontakte, er hatte einen intensiven Austausch und hat auch direkt Kunstwerke von den Künstlern erworben. Und das weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute es halt einfach mal. Die Künstler selbst haben durchaus den Kunstmarkt beobachtet. Auch sie haben für sich und für andere Museen und für andere Sammlungen Kunstwerke zurückerworben. Also auch hier, denke ich mir, hat Hermann Gerlinger den ein oder anderen Hinweis erhalten. Durch den Kontakt zu den Künstlern ist es ihm auch gelungen, Archivalien, nenne ich das jetzt mal, Dokumente dieser frühen Zeit, der Gründer, der Brücke-Gründer, das, was sie eigentlich berühmt gemacht hat, sozusagen das Marketing, dass er diese Dinge hat, also Beispiele, Exemplare kaufen können, die auf dem Markt eigentlich nicht waren, sondern die hat er eben von Schmidt-Rottluff oder von Erich Heckel übernehmen können und hat natürlich aus dem Nachlass auch von Kirchner ist er an diese Dinge herangekommen. Also er hat die Wege einfach genutzt und wusste das auch sehr genau, weil er sich wirklich grundlegend informiert hat. Und dann noch faszinierend eigentlich dazu, das toppt eigentlich seine Qualität, muss man sagen, dass er sich auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hat und, denke ich, ganz wichtige Bücher auch geschrieben hat, die aus seiner Sicht so bedeutend waren, um eine ganz andere, manchmal sogar ganz andere Sichtweise auf seine Kunst bzw. seine Künstler ermöglicht hat. Also das ist etwas Besonderes an ihm. Kommen wir nochmal auf diese persönlichen Beziehungen zwischen ihm und den Künstlern.
Wie muss man sich dieses Verhältnis vorstellen zwischen Sammler und Künstler? Ist es so wie Fan und Star? Ist dazu irgendwas bekannt? Ich finde durchaus wichtig zu betonen, dass ja schon die Brücke-Künstler ein enges Verhältnis zu ihren Sammlern organisiert haben. Also es gab nicht nur die aktiven Mitglieder der Brücke-Gruppe, sondern auch die passiven Mitglieder. Und für einen kleinen Jahresbeitrag erhielten die dann original Druckgrafik und Informationen über das Gruppengeschehen während des ganzen Jahres. Also das ist ein wichtiger Aspekt der Gruppengemeinschaft, der Gruppenarbeit. Und insofern war auch den Künstlern selbst dieses Verhältnis wahnsinnig wichtig. Und es ist nicht das Verhältnis von Star und Fan. Das glaube ich nicht. Das ist falsch formuliert. Denn die Brücke-Künstler haben auch in ihrem kurzen Programm, die haben ja nicht viel über sich geschrieben und über ihre Kunst. Das wollten sie auch explizit nicht. Nicht, dass ihnen nichts eingefallen wäre. Sie haben sich eben halt durch ihre Werke ausgedrückt. Aber es gibt ein kurzes Programm von 1906. Und da steht eben halt von den Schaffenden und von den Genießenden. Also die haben sich zusammen verstanden. Und so muss man vielleicht auch das fortgesetzte Verhältnis zwischen den noch lebenden Brücke-Künstlern und Hermann Gerlinger sowie auch zu anderen Sammlern, zu denen die Brücke-Künstler auch eine persönliche Beziehung aufgebaut haben, verstehen. Ich glaube, was man auch mit bedenken kann, ist, dass Schmidt-Rottluff erkannt hat, dass es sich bei Professor Gerlinger um einen besonderen Sammler handelt, der in der Kunst nicht einfach nur eine Wertanlage gesehen hat und sich nicht nur mit in Anführungszeichen schönen Bildern umgeben will, sondern der ja auch sehr früh bereits inhaltliche und wissenschaftliche Fragen an die Werke selber und an die Künstlergruppe Brücke gestellt hat. Und ja, auch der Aufbau der Sammlung erfolgte ja mit einem sehr kennerschaftlichen Blick. Und ich glaube, gerade zu Schmidt-Rottluff hat sich dann wirklich auch eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut, auch wenn beide sich bis zum Schluss gesiezt haben. Denn Schmidt-Rottluff hat ihm ja doch bedeutende Werke auch verkauft, wie er später auch das Hochzeitsgeschenk, was er an seine Frau gemacht hatte, das Gemälde Du und Ich, das ist ja ein Spitzenwerk, was nicht ohne Grund in die Sammlung Gerlinger gekommen ist. Sie haben gerade schon angesprochen, dass er ja mehr wollte als nur die Kunst als Geldanlage oder mit der Kunst zu leben. Er wollte ja auch forschen und publizieren und die Sammlung der Öffentlichkeit zeigen. Was wissen wir darüber, Frau Hoffmann? Ja, also es ist, ich denke tatsächlich, dass Hermann Gerlinger eben nicht nur Kunst sammeln wollte, sondern er wollte mit seiner Sammlung auch wirklich arbeiten und in die Gesellschaft hineinwirken. Und das war ganz im Interesse der Brücke-Künstler. Also er hat sich ja immer wieder bemüht, eben halt seine Kunstwerke auch in die aktuellen Debatten einzubringen, sie neu zu diskutieren, sie neu zu besprechen. Und es ging ihm eben halt nicht nur darum, oder er hatte nicht nur Freude am Sammeln selbst und sich mit diesen Werken zu umgeben, sondern wie gesagt, er wollte im Sinne der Brücke-Künstler diese Werke weiter in die Gesellschaft hinein wirken lassen. Und wichtig ist für mich auch, dass er auch seine Begeisterung teilen wollte. Und das ist ihm auch gelungen, finde ich. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das können Forscher und Wissenschaftler vielleicht weniger als Privatsammler selbst, die eben halt immer mit Begeisterung in diese Sammeltätigkeit auch gehen. Er hat ja auch publiziert. Eine bekannte Publikation ist das Buch, was er gemeinsam mit dem Professor Spielmann rausgegeben hat, Die Maler der Brücke, Sammlung Hermann Gerlinger. Wenn Sie dieses Buch bewerten sollten, was bedeutet das für die Forschung, für die Brücke? Ja, diese Publikation, selbstverständlich kennt jeder Expressionismusforscher, jeder Brückeforscher, jeder Brückeforscherin, kennt diese Publikation und ich nutze sie auch tatsächlich heute noch als eine Art Handbuch, so ist sie ja durchaus angelegt, da also wirklich jedes einzelne Werk auch besprochen wurde. Und das finde ich auch das Bewundernswerte daran oder auch das, was Hermann Gerlinger so in seiner Sammlerpersönlichkeit durchaus charakterisiert, dass ihm nicht nur das wichtige Ölgemälde viel wert war, sondern jedes einzelne kleine Blatt wird gleichwertig behandelt. Das strahlt für mich diese Publikation aus. Und ja, wenn ich nochmal anknüpfe auf meine vorangegangene Antwort, eben tatsächlich auch dieser persönliche Zugang
zu den Werken. Also Hermann Gerlinger war immer an der aktuellen Brückeforschung interessiert und hat ja auch die Kontakte zu den Expertinnen gesucht und auch gepflegt. Aber sein persönlicher Zugang war durchaus ein anderer und der war ihm auch wichtig und den hat er auch immer hochgehalten. Und eigentlich ist der auch näher zum Publikum, meiner Meinung nach. Also wenn man sich die Publikation anschaut, dann besteht die, also der Hauptteil ist tatsächlich diese Einzelwerkbesprechung, aber eingeführt wird das Ganze eben durch verschiedene Texte und das ist so eine Mischung. Da kommen ForscherInnen zu Wort, ein Künstler kommt zu Wort und Hermann Gerlinger als Sammler natürlich. Und diese unterschiedlichen Aspekte, die finde ich sehr wichtig in diesem Buch, dass die hier mal so zusammengebunden werden und ganz deutlich zeigen, wie unterschiedlich man Zugänge finden kann, eben halt auch, weil die Kunst so aktuell bleibt. Das finden wir dann natürlich seltener in wissenschaftlichen Publikationen, wo tatsächlich die ForscherInnen zu Wort kommen hauptsächlich. Aber insofern ist der Katalog, der ja auch mehrere Auflagen erlebt hat, ja schon auch ein wichtiges Beispiel und kann auch Vorbild sein. Wie gehen wir weiter mit der Forschung? Welche Zielgruppen, an welche Zielgruppen richten wir uns denn? Und gerade wirklich auch diesen Perspektivwechsel, den Herr Gerlinger gemacht hat, auf der einen Seite als Privatsammler zu schauen, dann aber auch die Experten und Expertinnen aus dem Bereich Kunstwissenschaft mit zu berücksichtigen, das ist schon ein großer Wurf gewesen. Wir haben schon viel über die Sammlung gesprochen, aber woraus besteht die Sammlung eigentlich, Mario von Lüttichau? Das sind ja nicht nur Gemälde, wie erwähnt, ist es ja wesentlich umfangreicher. Wie können wir das beschreiben? Wir können es beschreiben, glaube ich, mit einem wirklichen Querschnitt der Brückekunst, also die nicht nur die Dokumente, innehat die Brückekunst ganz am Anfang, also 1905, die Vignetten und wie gesagt, was Maike Hoffmann schon gesagt hat, dieses Programm, das also Kirchner dann auch noch in ein Holztäfelchen geschnitzt hat und so weiter. Also alle diese Dinge, die von Anfang an eben diese Künstler ausgemacht haben, die ihr Marketing ausgemacht haben, ihre Idee und vor allem den gewünschten Einfluss auf ihre Sammler und auf ihre Freunde. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass von den Querschnitten etwas von den Künstlern da ist, was man so eigentlich selten in einer Sammlung findet. Vielleicht im Brücke-Museum hier und da und vielleicht auch in anderen Museen. Aber so konsequent ist es eigentlich in diesem Buch aufgezeichnet oder in dieser Sammlung. Dann kommen natürlich die ersten Highlights. Das sind ja vor allen Dingen Aquarelle, das sind vor allen Dingen Holzschnitte. Das ist ja das Besondere, dass die Brücke-Künstler den Holzschnitt eigentlich, ich sag mal, wieder erfunden oder ihn zurückgebracht haben in die Kunst. Das ist ja ganz großer Verdienst und das ist, hat Gerlinger auch natürlich nicht nur erkannt, sondern hat es auch gefördert und hat die Sachen auch gekauft. Und dann geht es eben weiter mit Aquarellen, dann kommen die ersten Gemälde, die vor allen Dingen um 1910 rum hat er natürlich versucht, die Brücke-Kunst zu kaufen, hat darüber Aquarelle, ob das jetzt in Moritzburg ist oder ob das in anderen Ecken gewesen ist, wo die Künstler sich aufgehalten haben, dann später in Berlin natürlich, das ist ja auch eine ganz wichtige Zeit, bis 1913 sich die Brücke auflöst. Und das ist erstmal sozusagen der Kern, das ist das Intensivste. Und dann hat er aber etwas gemacht, was ich ganz interessant finde, er hat es nicht belassen, hätte er sagen können, ich sammle nur bis 1913, vielleicht noch bis 14, also bis der Krieg ausbricht und dann höre ich auf. Nein, er ist darüber hinausgegangen. Das war für ihn natürlich auch nicht so ganz einfach. Er hat natürlich dann, Kirchner stirbt ja dann 38, Müller ist schon 30 tot und hat sich dann eben auf, vor allen Dingen auf Schmidt-Rottluff, der persönlich für ihn noch sehr eine Bedeutung hat, das wurde ja gerade erzählt, und eben auf Erich Heckel, wo er den Künstler nicht kannte, aber die Familie nachher aufgesucht hat. All diese Dinge, die hat er dann weiterentwickelt und hat dann eigentlich einen Künstler bis zum letzten Selbstporträt, wie bei Schmidt-Rottluff, eben gesammelt und hat versucht, ihren Werdegang nicht nur zu verstehen, sondern ihn auch analog dieser ganzen Entwicklung aufzuzeichnen. Und das ist mit diesem Buch, was er 1995, damals Schloss Gottorf mit Spielmann herausgegeben hat, das ist eben eigentlich eine Art, ja, man kann sagen, so eine Art Anthologie von Kunst, von Ideen, all das, was so hineinkommt in diese ganze Entwicklung der Brücke, die auch nachdem noch da sind, gerade bei Schmidt-Rottluff, der ja eigentlich sehr früh seinen Stil gefunden hat und den wirklich bis zum Ende in einer, also faszinierenden Weise
durchzieht und natürlich variiert, aber es ist eine ganz starke Emotion dahinter. Und dann sieht man wieder bei Haeckel, wie kompliziert sein Leben dann auch geworden ist durch den Krieg und wie er dann im Georgekreis sich angeschlossen fühlte und auch dann eigentlich eine ganz andere Entwicklung genommen hat. Und das zeigt eben auch dieses Buch. Also es ist etwas anderes, als wenn wir das machen würden im Museum. Dann würden wir ja sagen, wir fangen hier an, wir machen das und das. Oder wir stellen eine Frage, dann wird die, aufbereitet, sie wird kunsthistorisch aufbereitet, sie wird natürlich bildhaft aufbereitet, aber dieses, ein Leben, was einem vor einem aufgeblättert ist in diesem Buch, Schmidt-Rottluff bei Erich Haeckel, auch bei Kirchner, das ist schon faszinierend, das muss man sagen, da hat er einfach Großartiges geleistet. Ganz anders wie Buchheim, der ja auch ein expliziter Brückesammler gewesen ist und ist das eigentlich wirklich schon, also ist ein toller Coup, kann ich anders sagen. Chapeau, chapeau. Und Herrn Gerlinger war es ja auch sehr wichtig, die Sammlung der Öffentlichkeit zu zeigen. Und jetzt geht meine Frage nochmal an Sie, Mario von Lüttichau. In den 90er Jahren ging die Sammlung ja für 30 Jahre auf große Tour durch drei Museen. Zunächst nach Gottorf in Schleswig-Holstein, dann in die Moritzburg nach Sachsen-Anhalt und schließlich nach Bernried in Bayern. Weshalb diese Tour? Naja, ich glaube, dass Hermann Gerlinger erstens mal nachdem er sich so weiterentwickelt hat, ich meine, er hat ja, wenn wir das, mit Gottorf sich zusammengefunden hat, da hatte er ja schon gut 40 Jahre Sammlerleidenschaft auf dem Rücken und war schon sehr weit und er hat ein Sendungsbewusstsein, das ist ganz deutlich und er hat einfach die Sachen dann eben ausbreiten wollen. Und das Interessante war, dass er ja früher sehr geheim war, zurückhaltend war. Ich erinnere mich noch, als ich in Berlin war, in der Berlinischen Galerie, haben wir 88 die wichtigsten Ausstellungen rekonstruiert. Und ich hatte dann entdeckt, damals gab es auch keinen Computer, es gab auch keine wirklichen Listen und so weiter, aber ich hatte entdeckt, dass er ein berühmtes Bild hat, was ich unbedingt brauchte, nämlich die im Wald, das ist vorne, ist ein Selbstporträt, würde ich sagen, ist ein Porträt von Erich Haeckel und dahinter stehen zwei nackte Seelen und das war auch ausgestellt in der Galerie Arnold 1910, also dieser berühmten Ausstellung. Und ich habe dann Briefkontakt aufgenommen, das war alles sehr freundlich und sehr liebenswürdig und dann habe ich natürlich gesagt, so, wie machen wir das mit Transport und Versicherung? Und dann kam er mit diesem Bild persönlich unterm Arm an. Versicherung? Das ist alles meins. Hier haben Sie das Bild. Ich freue mich, dass ich es Ihnen zeigen darf. Und diese Idee, die hat er dann weiterentwickelt und hat dann mit Spielmann, glaube ich, einen kongenialen Partner gefunden damals. Und dann kam Spielmann dazu und er hat es ja dann übernommen und dann haben sie ihm Räume angeboten, wo er das erste Mal seine Sammlung wirklich ausbreiten konnte. Es war dort in Vitrinen, es hing an den Wänden, er konnte sie ausbreiten. Das war für ihn ganz wichtig. Dann haben sie dieses wunderbare Buch geschrieben. Und dann gab es noch weitere Sachen, hat er den Almanach wieder weiterentwickelt. Und er spielte so Hand in Hand. Er ist dann weitergezogen eben nach Halle. Und in Halle hatte er plötzlich auch nochmal eine ganz andere Museumssituation, nämlich einen Neubau. Also in einem alten Gemäuer auf der Burg wurde es neu gebaut, neu ausgerichtet. Und er konnte dort einziehen und seine Sammlung zeigen. Und natürlich auch im Verbund mit der Hallenser-Sammlung, die ja, ich sag mal, die zweitmodernste Sammlung in Deutschland war. Und dann scheint dort eine Situation entstanden sein, wo Gerlinger vielleicht nochmal eine Idee hatte, etwas zu entwickeln, was ihm eigentlich sehr nahe gekommen ist, dass die Fusion mit der Sammlung von Lothar Günther Buchheim. Und das ist halt dann auch passiert. Er hatte ja immer die Idee gehabt, alles zeigen zu wollen. Und das kann nicht jedes Museum sofort. Das ist einfach kompliziert. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund gewesen, weil er dann gesagt hat, ja, ich bin jetzt alt, ich kann eigentlich das nicht mehr weiter so verfolgen und ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg und den Weg, den kennen wir. Das ist eben das vielleicht für den Sammler vielleicht eine Konsequenz, die er damit zieht, für die anderen Museen, die vielleicht jetzt die Chance sehen sollten können, dass sie ihre Sammlung auf ganz bestimmten Gebieten erweitern können, weil sie das noch nicht haben und das ist vielleicht eine Chance. Vielleicht ist es schließlich auch hier mit dieser Auflösung ein gewisser Kreis. Man bringt es zusammen und löst es hinterher wieder auf und es ist vielleicht eine ganz gute, für ihn sicher befriedigende Idee. Ist es die Realität der Museen heute, dass es wirklich gar nicht möglich ist, so eine große Sammlung zu zeigen? Viele Teile wären einfach im Depot verschwunden
Und Herr Gerlinger wollte ja wirklich immer alles im Zusammenhang zeigen. Also das hätte sich ja kein Museum der Welt leisten können. Na, zumindest kein Museum, was schon eine lange Tradition, eine gewisse Etablierung hat. Damals in Gotthorf gab es da ein wunderbares Ensemble mit expressionistischer Kunst. Und für ihn ist natürlich immer die Versorgung auch sehr wichtig gewesen. Und da war vielleicht auch das eine oder andere, dass die Museen es sich schwer tun, immer gleich einen Kurator oder eine Kuratorin abzustellen, der dann das besorgt. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum manche Museen das einfach nicht leisten können. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie einfach auch nicht den Platz haben. Und natürlich ist noch eine ganz große Aspekt, die Sammlung von Hermann Gerlinger besteht aus 70%, kann man sagen, oder vielleicht sogar 80%, ist der Träger Papier. Und wir Museumsleute sind sowas auch geeicht. Papier ist für uns immer Vorsicht, Besonderheit, maximal, damit wir noch 3-4 Generationen das weitergeben können, maximal im Jahr einen Monat ausgestellt unter ganz diffusem Licht. Wir kennen das alles. Das sind so Fragestellen, die natürlich auch bei der Präsentation einer solchen Sammlung wie von Hermann Gerlinger einfach im Raum stehen. Wie sieht das dann in 10 Jahren aus? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie kompliziert das gewesen ist. Und natürlich auf der anderen Seite, das Alter von Hermann Gerlinger, der ist ja wahnsinnig rüstig und unglaublich wendig im Kopf und eine tolle Persönlichkeit, dass er jetzt einfach gesagt hat, ich möchte noch etwas erleben, nämlich dass eigentlich meine Sammlung sich zerstreut im Wind, aber doch bitte gut platziert. Und das versuchen wir. Also ich glaube, eine gewisse Problematik rührt auch daher, dass die Museen in Deutschland eine ganz andere kulturelle Identität haben als zum Beispiel die in den USA, wo ja sehr viel mit Sammlern sehr eng, SammlerInnen sehr eng zusammengearbeitet wird. Wir hier in Deutschland, unsere Museen, haben eben ein Selbstverständnis her aus der staatlichen Finanzierung. Und die haben einen Leiter, eine Leiterin, KuratorInnen und die bestimmen das Programm und die bestimmen, was gezeigt wird oder was heißt bestimmen, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, die erarbeiten das halt. Und in den USA geht man da tatsächlich ganz anders vor, da geht man anders mit den SammlerInnen um, da haben Kuratorinnen, Sammler, mit denen sie ein Leben lang oder ihr Arbeitsleben zumindest zusammenarbeiten und von denen auch gefördert werden. Das heißt, da ist die Zusammenarbeit schon ganz anders aufgebaut und da ist auch dieses Verständnis für unterschiedliche Interessen einfach von Anfang an vorhanden und da arbeitet man wahrscheinlich enger an alternativen Lösungsmöglichkeiten, während wir, also da möchte ich jetzt vielleicht, Christian Ring könnte dazu was sagen, zumindest habe ich das Gefühl, dass wir hier wirklich, also unsere Museen aus einer anderen Tradition heraus immer noch agieren und ja, da auch vor Grenzen gesetzt sind. Ja, ich glaube, um dich da zu unterstützen, Maike, dass da die deutschen Museen auch eine andere Philosophie haben. Es geht ja auch immer wieder auf Basis des Sammlungsbestandes dann andere Ausstellungen zu generieren, die möglichst groß und spektakulär sein sollen. Aber einfach dadurch auch, weil der Bereich der klassischen Moderne ja doch auch sehr, sehr groß ist, wird einfach eine kontinuierliche Forschungsarbeit an einem Projekt, wie beispielsweise der Brückekunst, das kann in den Museen oftmals aus personellen Gründen gar nicht umgesetzt werden. Und da denkt man, glaube ich, in anderen Etappen. Das ist ganz sicher so. Das kann ich ja auch bestätigen. Man ist natürlich erfreut, wenn man einen Sammler hat und pflegt die dann auch. Also es ist aber nicht so wie in Amerika, es stimmt schon. Sie waren vielleicht zu wenig wissenschaftlich ausgerichtet. Ich weiß ja, dass Gerlinger immer wieder darauf gepocht hat, wir müssen weitermachen, wir müssen die Punkte weiter, es ist nicht alles erforscht und hat sehr, sehr drauf gedrängt, dass es immer weitergeht. Und vielleicht hat dann das eine oder andere und haben dann gesagt, wir haben nicht die Kapazität, wir schaffen das nicht. Also es ist ja so, dass wir in den Museen ja noch nicht überbesetzt sind. Ja, wie in Amerika ist es viel, viel mehr, aber da wird es eben auch privat finanziert. Also hat ja Maike Hoffmann recht, das ist einfach ein anderes System und bei uns werden sie gespart, nicht? Aber ich will nur sagen, es ist wahnsinnig schwierig, eine so komplexe Sammlung wie
Hermann Gerling sie aufgebaut hat, sie wirklich so zu würdigen, wie er es gerne hätte oder gehabt hätte und entsprechend auch das darzustellen und natürlich Wissen um die, ich sag's ganz bewusst, Forderungen, die er gestellt hat an uns, die Dinge zu bearbeiten, immer wieder neu zu entdecken und so weiter, weil es für ihn war das noch nicht wirklich geklärt und nicht aufgearbeitet. Und das sehen wir ja jetzt, indem wir versuchen, über die Dinge nachzudenken und uns auch hinzusetzen und nochmal Texte zu schreiben, nochmal versuchen, was gehört eigentlich zusammen, wie gehört es zusammen, was verbirgt sich hinter diesem Werk. Ja, da ist noch viel zu tun. Es ist einfach und es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Und in der Tat, was man da ja auch bedenken muss, mit dem Antreiben für die wissenschaftliche Forschung, das haben Sie ja eben auch gesagt, da hat Herr Gerlinger auch einfach recht gehabt. Und das ist eine langwierige Forschung, es sind zahlreiche neue Erkenntnisse, die zutage gebracht werden. Und da sollten die Museen auch nicht aufhören, das weiter voranzubringen. Und da können wir uns seine Intentionen wirklich auch zum Ansporn und Vorbild nehmen. Ganz sicher, ganz sicher. Ich meine, jetzt die letzte Ausstellung, wo ja viele Werke von Leihgaben von Gerlinger noch sind, in Bernried. Man hatte noch die Chance, dorthin zu gehen. Also wenn jemand das jetzt mithört, dann möge er das bitte wahrnehmen. Es sind dort verschiedene Sammlungen dort. Natürlich ist es die Buchheim-Sammlung dort. Es ist aus Wuppertal was. Es ist aus Chemnitz und aus Zwickau. Und aus Hebel. Ja, natürlich, aus der Leute-Sammlung. Und das ist, also da geht man mit, kriegt die Augen und den Mund gar nicht mehr zu. Ja, das ist einfach eine Pracht, die ist unglaublich. Ich glaube, ich habe noch nicht eine so komplexe Brücke-Ausstellung gesehen wie dort jetzt. Und das ist ein Farbenrausch, um das mal zu sagen. Und es ist beeindruckend, also wirklich eine Freude, dorthin zu gehen. Vielleicht noch eine Ergänzung, was mir in Gesprächen mit Herrn Gerlinger deutlich geworden ist, dass er diese Realität in den deutschen Museen mittlerweile anerkannt hat und das Ganze ohne eine große Bitterkeit. Das ist mir nochmal so deutlich geworden, was ich sehr faszinierend fand. Ja, das ist auch richtig. Das hat er uns auch bei seinem letzten Besuch in München zum Ausdruck gebracht. Er ist voll da und das ist faszinierend, wirklich. Er hat ja nun ein schon etwas höheres Alter, aber das ist einfach das Interesse, das ist sein Lebensweg. Und er hat ja, wenn man überlegt, mit 1987, soweit ich das weiß, hat er ja sein Unternehmen verkauft, aus dem er das ganze Jahr letztendlich finanziert hat. Und das sind ja nun auch eine ganze Zeit. Und das ist natürlich völlig klar, dass er sich dann nicht nur damit, dass er sich auch mit anderen Dingen beschäftigt, aber dass das sein tägliches, ja, wie soll ich sagen, Leben war und Erleben war, das ist natürlich schon eine große Lebensleistung, die er einfach hinterlässt mit diesen Werken. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es junge Leute auch erfahren und sich praktisch dafür interessieren, was vor gut 100 Jahren so wichtig war und das die Leute damals begeistert hat. Und eigentlich ist ja erst die Sammlung, die Brückezeit ist ja eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg gesammelt worden, in den 20er Jahren. Und es ist so erstaunlich, wie viele Museen dann plötzlich enorme Bestände eigentlich einbringen konnten als Leihgaben, aber auch angekauft haben und eben dieser Riesenbestand dann eben durch die Nationalsozialisten 37 beschlagnahmt werden konnte. Das ist eine Dimension, die man eigentlich auf dem Papier nur sieht, aber man muss sich das mal vorstellen, wie viel das ist, nicht? Und wenn man das Buch jetzt nimmt, was Gerlinger gemacht hat, ich will nochmal drauf zurückkommen, weil es wirklich ein profundes Buch war, ein Kompendium von 1995 und das sind nicht ganz 800 Werke drin und jetzt müsste man das mal 20 Mal solche Bücher, dann hätte man ungefähr den Bestand, ihr glaube ich sind ja bei 20.000 oder was gelandet am Ende des Tages. Ja, ein bisschen mehr. Ja. Ein Teil der Sammlung geht ja nach Sebel. Herr Dr. Ring, als Anfang 22 die Ankündigung der Versteigerung der gesamten Sammlung erfolgt, haben Sie sich ein Herz gefasst und Hermann Gerlinger um eine Spende gebeten. Wie kam es dazu und mit welchen Argumenten konnten Sie ihn überzeugen? Herr Gerlinger und ich, wir kennen uns seit
gut 10 Jahren, als ich damals nach Sebel gekommen bin. Und er hat immer wieder auch den Kontakt zur Stiftung gesucht, im Hinblick auf wissenschaftliche Fragen. Und so ergaben sich immer wieder Gespräche über Nolde und die Brücke. Bei zahlreichen Ausstellungen, wo wir mit Nolde vertreten waren, war auch er als Leihgeber vertreten. Die Beziehung hatte sich dann intensiviert, als auf Initiative von Magdalena Möller und mir 2017 die große Ausstellung Nolde und die Brücke entstand. Und insbesondere 2018, als ich einen Beitrag zu Nolde und Schmidt-Rottluff für einen seiner Kataloge verfasst habe. Und so hat sich dann eine freundschaftliche und gute Beziehung entwickelt. Und nachdem dann die Bekanntgabe erfolgte, dass die komplette Sammlung bei Ketterer versteigert wird, habe ich eine Nacht überlegt und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe Herrn Gerlinger einen Brief geschrieben, ob er sich nicht vorstellen könne, seine Nolde-Sammlung nach Sebel zu geben. Und ich musste auch gar nicht lange warten. Nachdem er den Brief erhalten hat, hat er mich dann angerufen und wir haben darüber gesprochen. Wir haben mehrfach intensiv darüber gesprochen und es waren dann eigentlich 2 Aspekte, die ihn dann zu der Schenkung in den unveräußerlichen Stiftungsbestand hier in Sebel bewogen haben. Und das geht schon einmal sehr früh los, 1906, als nämlich Carl Schmidt-Rottluff, Ada und Emil Nolde auf der Ostseeinsel Alsen besucht haben. Und dort ist ein Foto vor dem Haus auf Alsen entstanden, welches Schmidt-Rottluff Herrn Gerlinger geschenkt hat. Und das war eine besondere Freundschaft zwischen den beiden Künstlern, die Herrn Gerlinger seit jeher immer wieder fasziniert hat. Und noch 1936 hat ja Schmidt-Rottluff ein Gemälde gemalt mit dem Titel Gruß an Nolde, wo ja auch im Hintergrund eine Lithografie von Nolde ist und auch Briefe abgebildet sind, die er Nolde geschickt hat. Und Herrn Gerlinger ist dann in Gesprächen mit Schmidt-Rottluff klar geworden, dass es weit über die Brückezeit hinaus eine große Wertschätzung für das Werk Noldes gegeben hat. Und diese lebenslange Verbundenheit war dann auch der Grund, dass Herr Gerlinger mir vorgeschlagen hat, über den Nolde-Bestand hinaus auch noch ein spätes Aquarell, ein Selbstporträt von Schmidt-Rottluff zu schenken. Denn bei dem Aufenthalt 1906 hat der junge Schmidt-Rottluff ein Selbstporträt angefertigt, welches er dann Ada und Emil Nolde gewidmet und auch geschenkt hat und welches sich bis heute in unserer Sammlung befindet. Und das war in dem Sinne dann für Herrn Gerlinger letztendlich auch der Ansporn, ja, das Ganze weiter fortzuführen und letztendlich auch ein Stück weit, ja, ein Zeichen der Dankbarkeit für das Vertrauen, was Schmidt-Rottluff in ihn gesetzt hat. Wir haben ja auch jetzt im Laufe des Gesprächs immer wieder auch über die wissenschaftliche Beschäftigung mit Leben und Werk der Brücke-Künstler gesprochen. Und uns als von Ada und Emil Nolde verfügte Stiftung, da ist es unser Stiftungszweck, es gehört zu unseren täglichen Aufgaben, dass wir uns mit dem Werk und Leben von Nolde beschäftigen. Und in dem Sinne kann Herr Gerlinger auch gewiss sein, dass wir uns kontinuierlich der Forschung widmen, auch jetzt insbesondere im Hinblick auf die Werke, die er uns schenkt, die wir nächstes Jahr in unserer neuen Jahresausstellung dann auch in Sebel präsentieren werden. Und wir gehen auf der einen Seite den Verzahnungen und Wechselwirkungen der Schenkung von Herrn Gerlinger nach und aber auch, welche Fragen sich neu auftun. Und so ist ja auch eines der Werke, ist in der Italienreise von Nolde 1904 und 5 entstanden. Und die Italienreise ist in der Forschung bislang ein komplettes Desiderat. Also auch in den Stiftungspublikationen über die Reisen von Nolde taucht es eigentlich gar nicht auf. Und ebenso verhält es sich mit den großartigen Philistern. Die Zusammenführung mit unseren Werken ermöglicht dann neue Blicke, neue Erkenntnisse, gerade auch im Bereich der Figurenbilder und des religiösen Werkes. War denn Herr Ketterer auch gleich in die Gespräche involviert? Die Werke hatte Herr Gerlinger bereits Herrn Ketterer für die geplanten Auktionen zugesagt. Und Herr Ketterer war dann aber von der Idee der Schenkung an die Nolde-Stiftung begeistert und hat wirklich sehr großzügig und in kulanter Weise dann auf die Verauktionierung der Werke verzichtet, so dass die Schenkung dann auch erfolgen konnte. Und dafür bin ich Herrn Ketterer auch sehr dankbar.
Und wann können wir die Werke bei Ihnen sehen? Ab dem 1. März kommenden Jahres, da zeigen wir die neue Jahresausstellung in Sebel im sanierten Noldehaus. Und der Titel der Ausstellung wird sein Welt und Heimat. Das ist der Titel auch der dritten Biografie oder des dritten Biografiebandes von Nolde, der eigentlich wunderbar auch auf die Nolde-Schenkung von Herrn Gerlinger passt. Auf der einen Seite die Reise nach Italien mit dem wunderbaren frühen Bild von 1905. Dann das traumhafte Boot im Schilf aus dem Jahre 1909, was nur unweit von Sebel in Ruttebühl entstanden ist. Und dann die kapitalen Philister von 1915, die werden wir dann im Kontext unserer Werke zeigen. Und natürlich auch mit einer neuen Publikation würdigen. Ich möchte noch das Thema Provenienzforschung ansprechen. Seit Anfang 22 wird ja die Versteigerung der Sammlung vorbereitet und im Juni wurde schon ein erster Schwung, die ersten 45 Werke, komplett verkauft. Spielt ja auch das Thema entartete Kunst, der Begriff ist ja schon öfters gefallen, spielt eine Rolle. Da muss ja sicherlich viel Arbeit auch in die Forschung, in die Echtheitsprüfung und die Provenienzforschung gerechnet werden. Herr von Lüttichau, was passiert diesbezüglich in einem Auktionshaus? Wir haben ja gelernt aus der Geschichte, vor allen Dingen dem Verbleib dieser Bilder, die ja nicht nur aus den Museen entfernt worden sind. Die sind ja mit einem Gesetz im Mai 1938 vollends enteignet worden und waren damit eben frei von irgendeiner Bindung, von einer Geschichte, außer natürlich der Geschichte der Museen und der Provenienz, wo sie herkommen. Aber während dieser Zeit sind natürlich viele Werke auch privaten Sammlern enteignet worden, beziehungsweise sie mussten sie versteigern, um die Reichsfluchtsteuer zu bezahlen, um vielleicht ihr Leben retten zu können, was man ihnen damit ein bisschen prophezeit hat. Und vielen ist es aber nicht gelungen. Die Geschichte kennen wir. Und um die Sachen geht es. Also es wäre einfach, wenn Hermann Gerlinger nur Dinge erworben hätte, die aus den Museen stammten, dann wäre es überhaupt kein Problem, dann wüssten wir das. Aber es gibt eben viele Sachen, die auch auf den Markt gekommen sind, die jetzt eigentlich erst seit der Wiedervereinigung kann man sagen, als das Problem der Provenienz und auch der Rückgabe vor allen Dingen erstmal bei den Grundstücken und bei den Häusern im Osten unseres Landes, dass damit eigentlich ganz groß aufgekommen ist, dass die Kunst natürlich genau den gleichen Weg genommen hat und dass man das auch nachhaltig untersuchen muss und dass da eben Rückgabeforderungen bestehen. Und so ist es eigentlich für uns Alltag sofort, wenn ein Werk, sag ich mal, vor 45 auftaucht, dass wir dann, also entstanden vor 45, dass wir dann eine richtige Maschinerie einsetzen, die ganz bestimmte Kriterien abfragt, die natürlich versucht, so weit wie möglich das Werk zurückzuverfolgen, nach seiner Entstehung, erste Besitzer, Ausstellungen und so weiter, um es nachzuweisen. Und oft und bisweilen entdecken wir natürlich auch, jetzt nicht nur bei Hermann Gerlinger, sondern bei vielen anderen Werken auch, entdecken wir dann eine jüdische Provenienz und dann wissen wir meistens, von welchen Anwälten sie vertreten sind. Wir können Kontakt aufnehmen zu den Familien und so weiter und versuchen da natürlich eine gütliche Einigung. Das ist eigentlich unser tägliches Brot. Es wird natürlich bei so einer großen Sammlung wie von Hermann Gerlinger ist es natürlich etwas umfangreicher, weil wir wirklich jedes Blatt und jedes Detail prüfen. Also es wird nichts in die Auktion kommen, was von uns nicht vollends geprüft ist und nachgewiesen ist, wo es herkommt. Können Sie uns verraten, ein paar Highlights, die jetzt im Dezember in die Auktion kommen? Ja, ich hatte ja schon das eine Highlight erwähnt, was Herr Gerlinger mir persönlich mal für eine Ausstellung geliehen hat, nämlich im Wald, ein Bild von Kirchner von 1910 und ein weiteres wichtiges Bild auch von 1910 von Kirchner ist eben dieses blaue Mädchen, also die Frenzi, die da in den Dünen sitzt. Das ist eine Inkunabel, das kann man gar nicht anders bezeichnen. Es wird dann wunderbare Frühbilder auch von Schmidt-Rottluff da sein. Unter anderem einmal das Bild, was eben gerade Christian Ring erwähnt hat, aus dem Besuch bei Noldes 1906. Das heißt dann eben das Haus an der Straße und so weiter. Das ist
ich bin mir ziemlich sicher, das Haus, was Leutes bewohnt haben. Und diese Entwicklung, das ist also bei Schmidt-Rottluff, da geht es von Schmidt-Rottluff auch nochmal ein wunderbares Bild, was erst 1919 entstanden ist, aber was eben seine Vergeistigung sieht, also diese Vision eines Einklangs mit seiner Frau, mit Siddi, und seine Mondlandschaft, und sie ist draußen. Und man kann da sehr viel reininterpretieren, in welcher Form eigentlich er sie verehrt hat. Dann gibt es, was sensationell ist, zwei Figuren, zwei Holzfiguren, eine von Haeckel, eine Figur, die aus den 20er Jahren ist, und eben auch von Kirchner wieder eine von 1910. Und wir wissen ja, dass Haeckel wahrscheinlich der Erste war, oder wir wissen es nicht, wir können es nachweisen, der mit Holzskulpturen gearbeitet hat, aber vieles von seinen Dingen sind leider nicht mehr da, sodass das was ganz Besonderes ist, diese schlanke, denkende Frau. Man könnte wieder sagen, es ist Siddi, weil sie einfach immer in seinen Bildern, in seiner Welt eben immer für dir vorkommt. Und das andere, eine total, wie soll ich sagen, erotisch animierte Skulptur, die eben mit Kirchners Beschäftigung der afrikanischen Kunst, der indigenen Kunst grundsätzlicherweise, und dort eben eine ganz wunderbare Holzskulptur geschaffen hat. Und das ist wirklich ein Rarissimum, was wir da zeigen können. Und daneben gibt es natürlich Aquarelle, es gibt noch weitere wunderbare Bilder. Also das ist das eine. Und es gibt eine zweite Auktion, die wir machen, wo wir eben die Dokumente und die Archivalien, würde ich jetzt mal so sagen, bringen. Das sind also die Vignetten, und das sind vor allen Dingen die Mappenwerke, die Mike Hoffmann hat es ja schon erwähnt, die praktisch an die passiven Mitglieder verteilt worden sind. Und es gibt noch viele andere Sachen, Plakate, die sie geschaffen haben für Ausstellungen, Einladungskarten, die Jahresberichte. Es sind so viele Dinge, die in einer so, wie soll ich sagen, eben Brücke-typischen Art, die haben ja eigene Schriften erfunden, sie haben eigene, wie soll ich sagen, Herangehensweise an die Kunst selbst kreiert und eben die Leute mitgenommen, vor allen Dingen ihre, wie soll ich sagen, privaten, passiven Mitglieder und Sammler. Rosa Schapire will ich nur nennen, oder Neumann oder wie sie alle heißen, das ist einfach, da gibt es ganz viele große Namen, und die kommen eben auch alle davor, die kann man dann sehen, und man sieht dann plötzlich auch eine wunderschöne Mitgliedskarte, die der Sohn seinem Vater gewidmet hat, nämlich dem Vater von Ernst Ludwig Kirchner, der ja in Chemnitz war und ein ausgewiesener Papierkenner und einer der bedeutendsten Bücher damals geschrieben, ein dreibändiges Companion nur über Papier. Also da kommt auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Affinität hier zustande, nämlich das Papier spielt eine große Rolle bei den Brücke-Leuten. Es wird also eine bedeutende Auktion, und es lohnt sich garantiert, in den Katalog vorab zu schauen und auch die Vorbesichtigung zu nutzen. Ohne Zweifel. Und wir haben uns auch bemüht, das eben alles herzuleiten, das, was Christian Dring nochmal auch eingefordert hat, dass man auch eben wirklich sich mit den Dingen auseinandersetzt und versucht, sie nochmal zu beschreiben und vielleicht auch etwas zu entdecken, was vorher noch nicht entdeckt wurde. Also es gibt so ein, es ist einfach eine Riesenfreude, übrigens auch eine große Herausforderung an unser Haus und an unsere Katalogisierung, das alles so zu bewerkstelligen. Aber wir haben da eine, wie soll ich sagen, eine Leidenschaft entwickelt und hoffen, dass wir dann den wachen Augen, den klugen Lesern standhalten können. Und der Erlös der Versteigerung geht ja komplett an Wohltätigkeitsorganisationen. Das ist ja eine große selbstlose Geste von Hermann Gerlinger. Wenn die Sammlung Gerlinger dann aufgelöst ist, bleibt da noch etwas Dauerhaftes übrig? Ja, natürlich bleibt was übrig. Das ist einfach, es bleibt ja bei uns auch andere große Sammler, Simon und Hess und wie sie alle heißen, die bleiben uns natürlich auch im Gedächtnis, und so wird auch Gerlinger in diesen, sag ich mal, Sammlerhimmel einkehren und wird dort einen Sockel kriegen, und dann wird er darauf stehen, so wie die anderen großen Sammler, die einfach unsere Museumslandschaft geprägt haben und die vor allen Dingen auch für uns, für unsere Kultur so viel getan haben. Und da bin ich eigentlich ganz überzeugt. Es sind die Publikationen ja noch da. Es ist ja alles da. Wir können ja, in diesem Fall können wir das ja alles wunderbar nachlesen. Ja, das gibt's ja sonst nicht immer.
Ja, ich möchte das nur mit wenigen Worten ergänzen. Vielleicht also tatsächlich, Mario, das wollte ich jetzt nochmal kurz betonen, würdigen wir unsere Sammlerkultur oder Sammlerinnenkultur eigentlich erst relativ jung oder unsere Würdigung dazu ist relativ jung. Es hat lange gedauert, bis wir uns dessen bewusst geworden sind und diese Sammlung auch rekonstruiert haben und damit auch die SammlerInnen würdigen. Und das finde ich schon eine ganz, ganz wichtige Geste, die wirklich weiter betrieben werden muss. Ich selbst bin ja in diese Forschung auch involviert und hoffe, dass das also auch in Zukunft so bleibt und auch Hermann Gellinger dort seinen Platz findet. Zur Sammlung selbst. Ja, wie Mario eben betont hat, die Sammlung ist ja dokumentiert, es gibt die Publikation, das werden wir so nicht vergessen. In ihrer Zusammensetzung werden wir sie im Original dann nicht mehr genießen können. Aber das ist ja tatsächlich auch eben ja der Aspekt, mit dem wir angefangen haben, die Brücke-Kunst, die sich immer wieder wandelt, die sich immer wieder ändert und damit eben halt auch den aktuellen gesellschaftspolitischen, sozialen Problemen stellt, ja, damit die Kunstwerke nicht verschwunden sind, aber wieder in einer neuen Konstellation auftreffen oder auftauchen und dann eben halt ja wieder bereit sind für neue Befragung. Ich möchte zum Abschluss noch einmal den Blick auf Herrn Gerlinger richten. Wenn Sie spontan an Professor Hermann Gerlinger denken, welcher Begriff fällt Ihnen ein, um ihn zu beschreiben? Wollen Sie anfangen, Herr von Lüttichau? Ja, wache Augen, total wache Augen, sehr neugierig, fein und erstaunlich zurückhaltend. Das ist so ein Grand Seigneur, der weiß, was er geleistet hat und der weiß, wo seine Ambitionen sind und die aber nicht weiter, also jetzt so in dem normalen Umgeben, nicht weiter äußert. Aber das Interessanteste, was ich an ihm gesehen habe, ist seine wachen Augen. Das ist was, die leuchten richtig. Sehr schön. Herr Ring? Ja, ich glaube, mir geht es wie Herrn von Lüttichau, dass man mit einem Begriff Herrn Gerlinger nicht beschreiben kann. Für mich ist er eine starke Persönlichkeit, ein Freund der Museen, ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Brücke-Kunst und deren Erforschung und ein liebenswerter Mensch. Ja, ich möchte diese Stichworte eigentlich alle gerne noch einmal unterstreichen. Auch ich habe Hermann Gerlinger so wahrgenommen. Ein Wort fehlt mir noch und das möchte ich dann noch ergänzen, das ist seine Herzlichkeit. Also die bei jedem Besuch, bei jedem persönlichen Besuch von ihm ausgestrahlt hat und die mich auch ganz besonders in seinen Bann gezogen hat. Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Herzlichen Dank für dieses informative Gespräch. Liebe Zuhörer, für mehr Informationen schauen Sie auf unserer Webseite vorbei, www.kettererkunst.de. Dort finden Sie dann auch alles zu den Vorbesichtigungen und den Auktionen am 9. und 10. Dezember, die übrigens auch digital übertragen werden. Vielen Dank.